This looks like checkmate, Doctor. Enough of this. Sonic, Tails, Knuckles. Willkommen zurück zu Sonic Heroes, zum Endboss der Sonic Story, Egg Emperor. Dem werden wir jetzt mal zeigen, wo der Haken hängt. Oder der Hammer. Oder was eine Hake ist. Level Ups! Die brauchen wir erstmal, die liegen so bequem auf dem Weg. Und ansonsten habe ich jetzt schon wieder was verpasst, okay. Der mit seinen Messerattacken. Er sieht ein bisschen aus wie Galantmon. Und... Ah, komm, hör auf damit. Da ist eine große Kampf-Area. Aber erstmal hier Level-Up für Knuckles mitnehmen. So, und jetzt erstmal die Kanonen erledigen, dass die uns nicht stören bei unserer Arbeit. Bam. Ah, da sind immer Sachen drin, Items, sehr gut. Ringe. Alright. Der hat ein Schutzschild, das muss man meistens erst mit Tails entfernen. Tschö. Oh, geh doch mal richtig. Ja, will nicht. Tails will heute nicht mitspielen. So, eins aufgemacht. Jetzt können wir den Mittelpunkt quasi angreifen. Ah. Nicht rühmlich hier. Wir kommen schlecht durch. Ah. Ärgerlich. Und er haut ab. Er haut ab. Auf zum nächsten Rennen. Das hier machen wir erstmal. Was? Warum bin ich denn da oben, sag mal? Ihr habt das doch gesehen, wo ich das gemacht habe, ne? Hier. Bam. Level up. Und du rastest aus. Schön zu wissen. Mann! Hier ist zu viel los. Den sollst du nicht erledigen. Komm, vorwärts. Ja, ihr seht's, wenn wir zu weit weg sind... Kommt er nach vorne geprescht und greift uns an. Wie bekloppt. Was hier brauchen wir für Tails Level Up? Danke. Denn ist die nächste Arena, da gilt es hinzusteuern. Bam. So, Level Up. Dann machen wir die Kleinen fertig ganz kurz. Wisst ihr warum? Team Blast. Wir kommen aber gar nicht dazu. Alter. So. Team Blast, bitte. Danke, bitte. Hier, dafür. Da hast du. Da nicht für, ey. So, bam. Und wie ist die Lage? Dem seine Messer. Oh, ein Schutzschild. Sehr gut. Komm schon. Ah, unter 100, also 150 Energie hat er. Das ist ein Haufen. Jetzt hat er das Schutzschild davor gehabt. Sehr ärgerlich. Ah. Oh yeah, baby. Okay, haut wieder ab. Sonic fehlt noch ein Level. Da. Und baby. Mach doch nicht direkt vorm Ballon. Ey, den hättest du mir schon noch schenken können. Gönnen können. Rivalen Ehren, Erzfeinden Ehren, aber trotzdem. Was denn? Habt ihr das gesehen? Unglaublich. Ich konnte mich heute nicht bewegen und dann ist er einfach down. Da kommt doch Freude auf. Wir hatten ihn so gut wie. Wir sind sogar jetzt hinter ihm gewesen, habt ihr gesehen? Unglaublich. Hier. Ach, der Bosskampf wirkt einfach ein bisschen verbuggt. Da ist einfach zu viel los. Da kann nicht alles auf Anhieb funktionieren. So. Ja, also schon wieder einfach tot, so in der Luft. So. Natürlich. So, aber jetzt bekommt ihr den ultimativen. Mal gucken. Er macht mich ein bisschen fertig gerade. Aber keine Angst, du kriegst alles doppelt und dreifach zurückgezahlt. Für alle deine dunklen Taten mir gegenüber. Mann! So, bam! Knuckles sagt's auch gerade. Wenn's so weit weg ist, greift er an.
ihr nervt übelst. Wir machen erst die Kanonen weg. Und dann können wir gut angreifen. Hör auf damit! Ah, dieser Angriff mit Tails, mit Knuckles bringt dir nicht so allzu viel, was schade ist. Das macht immer in Bewegung bleiben. Hilft alles nichts. Komm schon! Ringe verloren, aber ordentlich verletzt. Auf beiden Seiten. Okay. Er will's wieder wissen. Mach nur, mach nur. Ich werde da sein. Was das jetzt aber sollte, weiß ich aber nicht. Jetzt werde ich wieder bestraft. Ja. Eieiei. Mann, deine Messer. Boah, der regt voll auf, ne? Kriegen nicht, aber. So, wir haben Team Blast. Wir haben... Lass dich nicht treffen. So, ich kam trotzdem hin zum Power-Up, aber dann uns halt erledigt. Einfach keine Chance auszuweichen. Er wollte mir zeigen, was Real Evil ist. Und das tut er hiermit. Real Evil ist nämlich ein Bosskampf, der nicht so hundertprozentig funktioniert, wie er sollte. Man könnte es auch als Fail bezeichnen, dass man sich halt diesen kleinen, aber feinen Bugs nicht anpassen kann. Mann, lass mich in Ruhe! Boah! Chill doch mal! Als ob hier nicht so viel, als ob hier nichts los wäre, ne? Mann, oh Mann! Übertreibt, ey! Take this, take this. So. Tails Boy. Das war nicht gut, habe ich gemerkt. Ja, die Kamera spielt auch voll mit gerade, ja, ihr merkt das. Deckung öffnen und drauf. Aber ordentlich. Diese Rennpassagen sind eigentlich voll daneben. Gehen wir einfach nur auf den Schnürsenkel. Ach, der ist noch da. Hab gedacht, der wäre schon wieder weg. Komm, hör auf. Hoffentlich treffen wir den jetzt noch. Wäre wünschenswert. Wehe, wenn nicht. Ja, ich sehe da eine Energieleiste, also es hat ihn wahrscheinlich dann doch verletzt. Nerv doch mal nicht, ich komm doch. Ach, Mädel zum Gesangsverein. Echt anstrengend, der Parcours. Mit Milliarden Sachen, wo man ausweichen muss. Drei Kreuze am Kalender, wenn ich diesen Bosskampf hinter mir habe. Nein, nein, nein. Kommt gar nicht in die Tüte. Bam. Sieht schon mal gut aus soweit. Ja. Take this. Solange er das macht, können wir die Kanonen zerstören. So, und jetzt. Und jetzt. Drauf. Ich glaube, wirklich mit Sonic sind wir da am besten beraten. Nicht mit Knuckles, auch wenn ich das so dachte. Komm schon. Nein. Nein, hör auf. Gott, ein Ring. Solange wir irgendwie immer einen Ring bekommen, ist alles okay. Was ist hier drin? Fast wieder Team Blast.
Müssen wir mal wieder abwarten. Und hoch. Nee, oder? Nee, oder? Ich finde das einfach so unfair. Dass er so mitten in der Luft angreift, während du mitten in der Bewegung bist eigentlich. Wir brauchen das nicht. Tails ist auf maximalen Level. Ja, ich komme doch schon. Oh, mega Ruckler. Das darf nicht wahr sein. Müsste jetzt aber gleich wieder weggehen. Natürlich an der spannendsten Stelle, wo es drauf ankommt. Okay. Team Blast hauen wir erstmal raus. Und zwar jetzt. Mal sehen, wie viel er dann noch übrig hat. Weil. Ah, doch. Er ist langsam. Brauchen Ringe. Guck mal, da ist Sonics Level Up. Die Roboter sind diesmal weg. Sind quasi nur die Kanonen da. Und er halt. Oh, jetzt. Ganz harte Nummer. Er wird wohl noch eine Runde drehen. Okay, komm. Noch einmal den Parcours, Freunde. Ich komm schon. Ich brauche keine weiteren Level-Ups. Ganz schön spannend, ey. Ich raste bald aus hier. Jetzt noch irgendwas Blödes passiert, garantiere ich hier für nichts. Am besten wir machen die Dinger kaputt. Wir machen es mit Team Blast. Das ist dann nur mal sicher. Dafür sind die kleinen Roboter da. Okay, los! Ich hoffe, dass es das jetzt war. Dass wir diesem Grauen ein Ende bereitet haben. Nein, er hat noch 11 KP. Und tschüss, Mann! Unglaublich aber wahr. Es scheint geschafft, Leute. Tja, wie es jetzt weitergeht, weiß ich nicht mehr genau. Vielleicht Zwischensequenz, Endsequenz, noch ein Boss, noch ein Level? Mal gucken. Rang D. Ich bin ja mehrmals gestorben. Okay, mal gucken, was jetzt direkt nach diesem Emblem auf uns wartet. Wie geht's weiter nach dem Sieg über Eggman? Talk about cutting it close. Eh, not really. Come on, tell me you weren't scared. If it wasn't for us, you wouldn't have had a chance. Well, maybe you're right. Thanks, Knuckles. You too, Tails. Later, guys. I'm out of here. Also, alles wie immer, das war die Sonic Story in Sonic Heroes. Und hier gibt es nochmal die Credits und die Zwischensequenzen. Ja, also, das Sonic Team hat Eggmans Pläne durchkreuzt, so wie immer. Und die ganze Flotte vernichtet, also scheint alles in Butter. Natürlich haben die anderen Teams, ich sag mal, andere Prioritäten, aber das war so richtig Standard. Und der Boss, den wir in diesem Part hatten... Eine Herausforderung, sagen wir es so. Wir haben es ja geschafft. So, Leute.
alles ganz cool. Im nächsten Part geht's dann weiter mit Team Dark, in der Tat. Wir machen weiter mit Team Dark, auch wenn es sauschwer ist, ich weiß. Aber das kommt als nächstes. Weil ich mache das in der Reihenfolge. Fertig aus. Ich weiß, dass Team Rose die schwächsten Missionen hat oder am leichtesten zu spielen ist, aber machen wir trotzdem so. Wird bestimmt interessant. Okay, Freunde, wenn es gefallen hat, dann Daumen hoch. Ist natürlich nur lange nicht vorbei, obwohl wir hier Credits sehen. Wir haben erst die erste von insgesamt 5 Stories. Und deswegen würde ich sagen, war's das. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, ne? Nicht verpassen, wenn es losgeht mit Shadow, Rouge und E123. Also Leute, bis dann und ciao!